Punkt 69, Antrag der Fraktion DIE LINKE, betreffend eine Aktuelle Stunde, keine Preiserhöhung, ÖPNV in Hessen besser finanzieren und ausbauen. 19/22/33. Das Wort hat die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, diese Aktuelle Stunde hätten wir auch schon vor Monaten anmelden können, denn das Ereignis war leider vorhersehbar. Letzte Woche beschloss der RMV-Aufsichtsrat die alljährliche Preiserhöhung. Und diesmal sollen zum Fahrplanwechsel im Dezember es durchschnittlich 1,85 % sein, wohlgemerkt bei einer allgemeinen Inflationsrate im 0-Komma-Bereich. Dabei, meine Damen und Herren, und ich glaube, darin sind wir uns einig, sollten die öffentlichen Verkehrsmittel ja eigentlich attraktiver werden. Stattdessen werden sie immer teurer. Und das trifft nicht nur den RMV, sondern es trifft auch den NVV und den VRN. Und gerade der RMV gehört zu den teuersten Verbünden in der Republik, insbesondere wenn es um Fahrten über die Stadtgrenze hinweg geht. Bereits zu den heutigen Tarifen kostet eine Einzelfahrt von Frankfurt nach Offenbach 4,55 €. Zum Vergleich, eine Fahrt zwischen den Nachbarstädten Berlin und Potsdam kostet 3,30 €, zwischen Nürnberg und Fürth sogar nur 2,60 €. Für diese Strecke Nürnberg-Fürth, um ein Beispiel zu nennen, kostet die Monatskarte 79,70 €. Der Offenbacher hingegen zahlt für die Monatskarte nach Frankfurt 129,80 €. So viel zum Vergleich innerhalb Deutschlands, wo der RMV preislich leider im Spitzenfeld steht. Innerhalb Frankfurts kosten die Einzelfahrt 2,75 €, in Kassel sind es 2,80 €. Und ich möchte einmal eine Relation darstellen, nämlich im Hartz-IV-Regelsatz sind dieses Jahr 25,14 € für Mobilität vorgesehen. Wenn man jetzt sich anschaut, 5,50 € für eine Hin- und Rückfahrt, dann kann man als Arbeitslosengeld-II-Empfänger so ungefähr viermal im Monat in die Stadt fahren. Das hat mit Mobilität, mit der garantierten Mobilität überhaupt nichts zu tun bei diesen hohen Preisen und diesem geringen Regelsatz. Jetzt gibt es in Frankfurt eine reduzierte Monatskarte für Sozialpassinhaber, aber selbst die kostet 60 €, und die muss man sich erst einmal leisten können. Und dieses Angebot gibt es in den meisten anderen Gemeinden nicht einmal. Meine Damen und Herren, ich will nach diesen Zahlen zusammenfassen. Bus und Bahn sind heute schon viel zu teuer und verteuern sich schneller, als die Löhne steigen. Und dabei ist es das Ziel aller Beteiligten, den ÖPNV attraktiver zu machen. Aber was tatsächlich passiert, ist, dass dieses bundeseigene Unternehmen Deutsche Bahn und die Verkehrsverbünde, die dem Land Hessen und den Kommunen gehören, erhöhen ständig die Preise. Denn der ÖPNV ist chronisch unterfinanziert. Auch das ist ja regelmäßig Thema hier im Landtag. Der Bund knausert bei den Regionalisierungsmitteln. Das Land Hessen gibt keine eigenen Mittel dazu, obwohl die GRÜNEN in ihrem Wahlprogramm anderes zugesagt hatten. Und die Kommunen werden finanziell an der kürzesten Leine gehalten. Und das führt unter dem Strich dazu, dass die Fahrkartenkäufer immer mehr bezahlen müssen, und das bei gleichzeitig stagnierenden, mancherorts auch zurückgehenden Angeboten. Auf dem Land fahren bereits heute an einigen Orten nur noch ein paar Schulbusse am Tag. Und wir als LINKE sagen, ein attraktiver ÖPNV sieht anders aus, nämlich gut ausgebaut, barrierefrei, bezahlbar und mit guten Arbeitsbedingungen für die Fahrerinnen und Fahrer. Und wir brauchen einen gut ausgebauten ÖPNV, um Mobilität für alle Menschen zu garantieren, auch die, die kein Auto fahren können oder wollen. Und ein gut ausgebauter ÖPNV ist ein wichtiger Beitrag auch zum Gelingen der Verkehrswende. Denn die notwendige Verkehrswende muss aus einem Bündel von Maßnahmen bestehen, um die Vorherrschaft des Autos zu brechen. Und dazu gehört eben auch, die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs deutlich zu steigern. Und dazu brauchen wir einen Ausbau des ÖPNV-Angebots. Wir brauchen Kapazitätserhöhungen in den Ballungsgebieten und den Aufbau eines verlässlichen Mobilitätsangebots auf dem Land, damit der ländliche Raum nicht immer weiter abgehängt wird. Busse und Bahn werden die Flexibilität des Autos so schnell sicher nicht erreichen. Aber trotzdem muss man versuchen, so nah wie möglich ranzukommen und vor allem auch preislich attraktiver zu sein. Das ÖPNV-Angebot gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Es ist eine gesellschaftliche Grundaufgabe. Und deswegen gehört der ÖPNV in die öffentliche Hand und darf nicht Stück für Stück privatisiert und outgesourced werden. Und weil seine Erschließung allen nutzt,
nämlich wie Straßen und Wege auch, weil der ÖPNV umwelt- und klimaschonend, Lärm- und Flächenverbrauch reduziert und ein Grundrecht auf Mobilität für alle sicherstellt. Deswegen sollte der ÖPNV wie andere gesellschaftliche Aufgaben, wie z.B. die Straßenbeleuchtung, die Parkanlagen oder auch die Schulen, sollten sie auch von allen finanziert werden und nicht immer stärker nur von den Nutzern. Wir reden hier oft vom Kostendeckungsgrad. Das ist ja ein Stück weit auch ein irreführender Begriff. Die Kosten sind ja letztlich immer gedeckt. Die Frage ist, von wem? Und wir sind der Meinung, es gibt gute Gründe, über neue Wege in der ÖPNV-Finanzierung nachzudenken. Ein höherer Einsatz von Steuermitteln kann hier eine Rolle spielen. Aber auch eine Nahverkehrsabgabe seitens von Unternehmen, wie das in Frankreich der Fall ist, ergänzt durch eine sozial gestaffelte Beitragsfinanzierung durch alle Haushalte, die deutlich unter den Preisen der heutigen Monatskarte liegen könnten. Wir haben Semesterticket, wir haben Jobticket. Solche Modelle gibt es heute schon. Das könnte ausgedehnt werden. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Obwohl es bisher keine tiefergehende Diskussion über den sogenannten Nulltarif gegeben hat, gibt es eine Forsa-Umfrage, wonach 48 der Bundesbürger ein Bürgerticket befürworten würden, wenn die Abgabe deutlich niedriger wäre als die Zeitkarten. Ich finde, darüber sollten wir nachdenken. 20 Jahre nach dem Umbau des ÖPNV in Hessen, nach der Gründung der Verkehrsverbünde, sollten wir die nächste grundlegende Reform angehen, statt ständig steigende Preise hinzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Dass der zuständige Wirtschafts- und Verkehrsminister Al-Wazir hier in der Vergangenheit sehr vollmundige Ankündigungen gemacht hat über die Erfolge, die er bei der Verkehrsministerkonferenz gefunden hat, dass dann am Ende aller Tage wir aber feststellen müssen, dass kein einziger Cent mehr Geld aus Berlin gekommen ist. Das ist an sich schon traurig genug, aber die eigentliche Verantwortung liegt natürlich in Berlin und dort beim Bundesfinanzminister, der, obwohl er Rekordsteuereinnahmen hat, der Bund verfügt über so viele Einnahmen wie noch nie, aber auch das Land verfügt über riesige Mehreinnahmen. Und da kann man dann schon einmal die Frage stellen, wenn gleichzeitig der Bund seinen Verpflichtungen aus dem Entflechtungsgesetz nicht nachkommt, wir aber mit einer Situation zu tun haben, wo der RMV ankündigt, wenn es nicht mehr Geld gibt, muss ich das Angebot einschränken. Meine Damen und Herren, dann kann man das sehr kritisch sehen, dann müssen wir das kritisch sehen, und dann müssen wir dann natürlich auch fragen, wo man jetzt hier richtig ansetzt. Ich glaube, dass die Frage der zusätzlichen Mittel immer noch auch keine strategische sein darf. Ich glaube, bevor wir das Angebot beim ÖPNV einschränken, es auch klassisch dann auch mit Landesmitteln abgefedert werden muss. Ich weiß, dass die Strategie dann heißt, na ja gut, dann entlassen wir den Bund erst recht, dann nehmen wir Druck vom Bund weg. Ich glaube, dass so eine Strategie am Ende nicht aufgehen wird, weil Wolfgang Schäuble, wer ihn kennt, sitzt auf dem Geld wie die Glucke auf den Eiern. Das hilft uns überhaupt nicht an der Stelle, wenn wir auf der anderen Seite ein attraktives Angebot aufrechterhalten wollen. Aber das Einzige, was ich bisher von der Landesregierung gehört habe, ist, dass zur Finanzierung der Infrastruktur im ÖPNV nun jetzt die Gebäudeeigentümer, die Investoren mit herangezogen werden sollen. Und, meine Damen und Herren, Sie verteuern damit das Bauen, aber Sie sollten eigentlich das Leben im Rhein-Main-Gebiet günstiger machen. Gut, aber noch einmal zum Antrag von den LINKEN und zu den Ausführungen. Liebe Frau Kollegin, ein gutes Produkt darf auch etwas kosten. Tarifabschlüsse sind nun einmal getroffen worden und verteuern das Produkt. Am Ende fehlen auch die Mittel, ob vom Bund oder vom Land. Meine Damen und Herren, der RMV und NVV haben in der Vergangenheit wirklich viel Geld in neue Fahrzeuge gesteckt, in neue Angebote, die die Qualität
verbessert haben, meine Damen und Herren, damit steigen immer mehr Menschen auch auf den ÖPNV um. Das ist sicherlich richtig, weil wir einen gut funktionierenden ÖPNV brauchen, um die Verkehrsprobleme im Rhein-Main-Gebiet auch zu lösen. Meine Damen und Herren, das sollten wir nicht so kritisch sehen. Ich glaube, das tut auch der Fahrgast nicht. Der überwiegende Teil ist damit einverstanden, auch einen Mehrpreis zu zahlen, wenn er dafür ein qualitativ gutes Angebot bekommt. Das zeigen auch durchaus die Zahlen. Ich glaube, dass der RMV und NVV hier in Hessen eine hervorragende Arbeit machen. Und dann darf das auch etwas kosten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, Kassel, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir danken der LINKEN ausdrücklich, dass wir vor den Sommerferien noch einmal das Thema ÖPNV-Finanzierung hier im Hessischen Landtag diskutieren können, damit wir noch einmal ein starkes Signal an den Bund senden können, dass der seine grundgesetzliche Verantwortung wahrnimmt und nämlich die Regionalisierungsmittel, wie die Länder einstimmig gefordert haben, erhöht um 2,5 % und auch die Grundfinanzierung erhöht. Die Forderung, jetzt aus Landesmitteln zu finanzieren, ist im Moment, das haben wir schon einmal argumentiert, nicht gerechtfertigt, weil wir dann von Landesseite den Bund subventionieren wollten. Sie alle kennen die Finanzsituation des Landes und des Bundes. Der Bundes wird dieses Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Herr Schäuble hat mit der Null geworben, während das Land noch lange nicht einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann. Deswegen ist die Forderung, das Land soll in die Verpflichtung des Bundes einsteigen, einfach unangemessen. Und die Diskussion ist ja nicht neu. Also, der Bund finanziert über die Regionalisierungsmittel den Schienenregionalverkehr, dynamisiert jedes Jahr aber nur um 1,5 %. Die Trassenpreise steigen um ein Mehrfaches, die Personalkosten steigen, die Energiepreise steigen. Dass da ein Delta aufgeht, was mit keiner Effizienzmaßnahme zu finanzieren ist, dürfte allen einleuchtend sein. Jetzt zu den Fahrpreiserhöhungen. Ich finde, dieses Jahr hat der RMV mit 1,85 % moderat erhöht. Auch der NVV und VRN erhöhen mit 1,9 %. Letztes Jahr war die Fahrpreissteigerung viel höher. Da sind auch wir der Meinung, dass exorbitante Fahrpreissteigerungen nicht dazu führen, dass die Menschen vom Auto auf Busse und Bahnen umsteigen, sondern das muss moderat sein. Und man kann natürlich nicht mit Fahrpreiserhöhungen das Defizit ausgleichen. Aber eine gewisse Fahrpreiserhöhung ist zu akzeptieren. Dann haben Sie ja die sogenannten neuen Modelle wie Nulltarif und Bürgerticket angesprochen. Das ist ja kein neues Modell. Also, solange ich Politik mache, wird darüber diskutiert, Bürgerticket, Nulltarif und so weiter. Aber ganz so einfach ist die Welt nicht. Gruppenspezifische Angebote zu machen wie das Semesterticket oder Wohnraumtickets, genau. Wir können eine Arbeitsgruppe gründen, aber im Unterschied zum Semesterticket gibt es ja keine verfasste Bürgerschaft. Sie müssten dann eine Volksbefragung machen, ob alle zahlen wollen für den ÖPNV, den 20 bis 30 % nutzen. Also, das finde ich eine spannende Geschichte. Wir können immer wieder gern darüber diskutieren, aber also man kann natürlich auch über den Ansatz des Hartz-IV-Satzes für Mobilität diskutieren, klar. Und wenn man dann alle Hartz-IV-Empfänger dazu bekommen würde, diesen Ansatz auch an die Verkehrsverbünde abzuführen und in gleicher Höhe ein Ticket anzubieten, was dann nicht alle nutzen, warum nicht? Genau. Wir versuchen das ja beim Schülerticket. Auch da ist es ja so, dass es keine verfasste Schülerschaft gibt, die darüber abstimmen kann. Und ob man das Solidarmodell hinkriegt oder nicht, das werden wir sehen. Aber da sind wir dran, und dafür werden wir dann auch Geld in die Hand nehmen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir uns darüber einig sind, dass die Regionalisierungsmittel nicht auf dem Basar der Bund-Länder-Finanzen das Nachsehen haben dürfen und, wie gutachterlich festgestellt, ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Wenn die Verhandlungen scheitern, bedeutet das für Hessen zwar nicht, dass alle Räder stillstehen, aber fast alle. Die Verbünde müssen dann Leistungen abbestellen, die sie jetzt gerade noch finanziert werden können. Die Strecken, die ausgebaut werden, werden dann ausgebaut, aber nichts kann mehr darauf fahren.
und die Menschen steigen dann notgedrungen wieder aufs Auto um, und dann stehen alle anderen auch im Stau. Das können wir nicht wollen. Also senden wir heute im Rahmen dieser Aktuellen Stunde ein starkes Signal nach Berlin, den ÖPNV auskömmlich zu finanzieren. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat der Abg. Uwe Frankenberger, SPD, Kassel. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Als ich den Titel dieser Aktuellen Stunde der LINKEN gelesen habe, keine Preiserhöhung, ÖPNV in Hessen besser finanzieren, war ich wirklich gespannt, was sich hinter diesem Titel verbirgt. Ich muss sagen, Kollegin Wissler, mir ist die Botschaft dessen, was Sie eigentlich wollen, nicht so richtig deutlich geworden. Sie haben einmal darüber geredet, dass der ÖPNV besser finanziert werden soll. Da können wir uns darauf verständigen. Das ist richtig so. Aber wie wollen Sie eigentlich Preiserhöhungen vermeiden? Wollen Sie ein Bürgerticket? Wie soll das eingeführt werden? Wie soll das aussehen? Da habe ich von Ihnen außer Allgemeinplätzen leider nichts gehört. Und im Moment ist es so, dass wir uns mit einer Situation auseinandersetzen müssen, wie sie nun einmal ist. Und ich sage es einmal auch für diejenigen, die oben auf der Zuschauertribüne sind. Die Preiserhöhungen beschließt nicht der Hessische Landtag und auch nicht die Hessische Landesregierung, sondern die Verbünde machen das in Eigenverantwortung. Und die Verbünde, die Aufsichtsräte, sind in der Mehrheit kommunale Vertreter. Das war auch ausdrücklich bei Gründung der Verbünde vor über 20 Jahren so gewollt. Preiserhöhungen, die machen in der Regel keine Freude. Nicht bei denen, die die höheren Preise dann bezahlen müssen, und auch bei denen nicht, die sie beschließen, meine Damen und Herren. Nun kann man den Eindruck erwecken, als könnte man auf Preiserhöhungen verzichten. Das ist zwar populistisch, aber verantwortungsvoll ist das nicht. Und das ist auch eben das Wesen, das politische Selbstverständnis der LINKEN. Sie haben nirgendwo Verantwortung. Sie wollen sie auch gar nicht. Aber desto lauter wollen sie anschließend kritisieren. Und das ist nicht in Ordnung. Man kann sich über die Höhe der Preiserhöhung sicherlich streiten. Aber ich finde, die letzte Preiserhöhung mit 1,85 bzw. 1,9 bei RMV, NVV und VRN ist sehr moderat und verantwortungsvoll gewesen, meine Damen und Herren. Und dafür danke ich recht herzlich auch denjenigen, die das so umgesetzt haben. Und wer generell Preiserhöhungen ablehnt, der riskiert auch, dass die Beschäftigten von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt werden. Meine Damen und Herren, schon jetzt haben die Verkehrsunternehmen, insbesondere im Ballungsraum, Schwierigkeiten, qualifiziertes Fahrpersonal zu finden. Und wer jetzt den Eindruck erweckt, als ginge das alles ohne Preiserhöhungen, der handelt aus Sicht der Sozialdemokraten nicht redlich. Wer sich dafür einsetzt, das Tariftreue- und Vergabegesetz einzuhalten, der muss natürlich auch sagen, wie dann das ganze Geld, damit diese Regeln eingehalten werden können, hereinkommen soll, meine Damen und Herren. Aber, und jetzt kommen wir sozusagen zum zweiten Teil Ihrer Überschrift, natürlich muss der ÖPNV insgesamt über so viele finanzielle Mittel verfügen, dass der Anteil, den die Fahrgäste zur Finanzierung beitragen, nicht übermäßig ansteigt. Und da hat die Kollegin Müller eben darauf hingewiesen. Ich glaube, die gemeinsame große Herausforderung ist die Sicherung der Regionalisierungsmittel. Da ziehen wir, glaube ich, alle an einem Strang. Aber ich sage noch einmal, es ist schon ein bisschen wenig, dass der Verkehrsminister sich auf einen einstimmigen Beschluss der Verkehrsministerkonferenz beruft, sich darauf ausruht und ansonsten man den Eindruck hat, dass sich in Hessen im Bereich ÖPNV überhaupt nichts bewegt. Meine Damen und Herren, vor der Wahl, Kollege Müller, haben die GRÜNEN die Herausforderungen doch beschrieben. Eigene Landesmittel für den ÖPNV, davon haben Sie nichts eingehalten. Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen sind da beispielhaft.
Ich erwähne jetzt hier auch nur das Fahrzeugbeschaffungsprogramm von Baden-Württemberg. Es wäre schön, wenn sich die jetzige Landesregierung damit auch einmal auseinandersetzen würde. Ein Landes-GVfG, sogar im Koalitionsvertrag festgehalten, damit die Mittel für die kommunale Verkehrsinfrastruktur gesichert werden. Meine Damen und Herren, wir mussten mit einem Antrag die jetzigen Schwarz-Grünen daran erinnern, dass sie ihre Hausaufgaben aus dem Koalitionsvertrag erledigt. Selbst das haben sie abgelehnt, meine Damen und Herren. Was Rot-Grün in Niedersachsen macht, meine Damen und Herren, das kriegt Schwarz-Grün in Hessen nicht hin. Das ist die bittere Realität für den ÖPNV. Meine Damen und Herren, es gibt nach wie vor kein integriertes Verkehrskonzept in Hessen. Nachhaltige Verkehrspolitik im Ballungsraum, Fehlanzeige. Meine Damen und Herren, dem ÖPNV in Hessen fehlt es an Geld. Im Gegensatz zum Land gibt es aber bei den Verkehrsverbünden gute Ideen und Konzepte. Dafür muss das Land nur die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Wangenberger. Das Wort hat der Abg. Uli Kaspar, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion DIE LINKE hat hier aufgerufen, einen Punkt zum ÖPNV und deswegen fange ich auch mit Ihnen an. Frau Kollegin Wissler, Sie haben ja hier erwähnt, wie schlimm das alles in Hessen wäre und haben dann genannt, in Bayern wäre es besser. Nun gut, Bayern ist ja natürlich auch schon länger gut regiert als Hessen. Insoweit überrascht uns das nicht, dass da manche Dinge besser sind. Sie haben dann auf Berlin verwiesen. Da wissen Sie ja selbst, wie viel Berlin aus dem Länderfinanzausgleich bekommt. Da sind natürlich Ressourcen vorhanden. Interessant war aber, dass Sie zu dem Land, wo Sie jetzt regieren, überhaupt nichts gesagt haben, nämlich zu Thüringen. Und da würde mich doch einmal interessieren, warum Sie dem Wahlversprechen dort bisher nicht nachgekommen sind, dass die Bürger in Erfurt kostenlos den ÖPNV nutzen können, sondern stattdessen eine Preiserhöhung in Kauf nehmen müssten. Ich finde, damit sollten Sie sich einmal beschäftigen. Meine Damen und Herren, was ist denn in Hessen passiert? In Hessen haben die Verkehrsverbünde maßvoll die Preiserhöhungen vorgenommen. Der RMV z.B. um 1,85 %. Das ist ja nun wirklich eine maßvolle Erhöhung. Und es ist richtig, dass diejenigen, die den Primärnutzen des ÖPNV haben, nämlich diejenigen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, dafür auch einen Beitrag bezahlen, einen Kostendeckungsbeitrag, der von den Fahrgästen kommt. Sie haben natürlich recht, es gibt andere Kostendeckungsbeiträge, nämlich die, die von der öffentlichen Hand kommen. Und auch da ist es so gewesen, dass die in den letzten Jahren ja nicht reduziert worden sind. Wir wissen alle, dass die Mittel, für die der Bund die Verantwortung trägt, noch nicht bestimmt sind. Wobei der Bund ja auch nicht erklärt hat, dass er in Zukunft weniger zahlen will als das, was er bisher gezahlt hat. Es geht ja nur um die Frage, in welchem Maße wird noch etwas draufgepackt. Sie wissen, dass dort die Verhandlungen noch laufen. Und hier muss ich sagen, dass die hessische Landesregierung sich sehr hervorragend engagiert und engagiert hat, um hier die Bedingungen für den ÖPNV in Hessen zu verbessern. Hierfür herzlichen Dank an unsere Landesregierung, insbesondere den Ministerpräsidenten und den stellvertretenden Ministerpräsidenten, die hier viele entscheidende Gespräche schon geführt haben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass dies auch im Sinne Hessens zu einem guten Abschluss kommen wird. Insoweit ist hier, da möchte ich anknüpfen an die Kollegin Müller, es ist gut, dass Sie als Fraktion DIE LINKE diesen Punkt noch einmal aufgerufen haben, weil wir eben damit verdeutlichen können, wie sehr es richtig und wichtig ist, dass diese Landesregierung sich in der Frage auf Bundesebene engagiert. Herr Frankenberger, Sie haben eben ausgeführt, dass für den ÖPNV seitens des Landes zu wenig getan würde. Na ja, vielleicht hilft es ja auch manchmal, ein bisschen genauer hinzuschauen. Dann hätten Sie nämlich mitbekommen, dass das Land mittlerweile bei der RTW wieder eingestiegen ist,
dass es Fortschritte gibt im Bereich des Baus der nordmainischen S-Bahn, dass, auch wenn das jetzt kein primäres ÖPNV-Thema ist, es eine Lösung für die ICE-Verbindung Frankfurt-Mannheim gibt. Das ist allerdings deswegen eine positive Auswirkung für den ÖPNV, weil dann auf der alten Strecke zusätzliche Ressourcen für eine Verbesserung des ÖPNV frei werden. Also alles Maßnahmen, die in den letzten Monaten mit großem Nachdruck angeschoben worden sind. Auch hier möchte ich der Regierung dafür danken. Und insoweit ist die Kritik, die Sie hier aufgeworfen haben, und nun gut, als Opposition muss man ja versuchen, irgendwas zu finden, aber auch die Kritik läuft ins Leere, Herr Kollege Frankenberger. Meine Damen und Herren, insoweit kann man nur sagen, wir sind in Hessen in Sachen ÖPNV gut aufgestellt, was man auch daran sehen kann, dass die Quote derjenigen, die den ÖPNV nutzt, ständig steigt. Und daran können Sie auch sehen, Frau Wissler, dass offensichtlich der Nutzen der Menschen für den ÖPNV größer ist als das, was Sie als Leid empfinden bei 1,85% Preiserhöhung. Insoweit glaube ich, dass Ihr Punkt nicht dem diente, was er dienen sollte. Die Kritik ist nicht berechtigt. ÖPNV ist in Hessen gut aufgestellt, und wir werden uns weiter darum kümmern. Da können sich die Menschen darauf verlassen. Vielen Dank. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Woraus finanziert sich der öffentliche Personennahverkehr? Im Wesentlichen aus drei Säulen. Erstens. Aus der Finanzierung der Verkehrsleistungen. Das ist das, was Städte und Gemeinden quasi dazugeben, und vor allem, was der Bund dazugibt, Stichwort Regionalisierungsmittel, und wo wir momentan in einer Situation sind, dass selbst das, was es in der Vergangenheit gab und was unzureichend war, nämlich eine jährliche Erhöhung um 1,5% dieser Mittel, nicht kommt, weil die Bundesregierung, lieber Uwe Frankenberger, aus CDU, SPD und CSU nicht bereit war, rechtzeitig diese Revision zu machen. Wir haben erstmals in dieser Legislaturperiode des Deutschen Bundestages den Vermittlungsausschuss angerufen, und zwar einstimmig, alle Länder über alle Parteigrenzen hinweg, 16:0. Und nach der Sommerpause wird der Vermittlungsausschuss tagen, und wir hoffen, dass der Bund in dieser Beziehung endlich seiner Verantwortung gerecht wird, weil wir vor der Situation stehen, dass wir keine Klarheit haben, was in diesem Jahr, was im nächsten Jahr, was im übernächsten Jahr ist. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir es in diesem Herbst nicht wissen, dann müssen wir anfangen, Leistungen abzubestellen. Nicht wir, sondern die Verbünde. Und daran kann niemand ein Interesse haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist das eine. Das ist die eine Finanzierungsquelle. Die andere Finanzierungsquelle ist die Finanzierung der Infrastruktur. Die Frage, wie können wir große Schienenprojekte beispielsweise in Zukunft finanzieren? Dazu braucht man die Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Auch da haben wir keinerlei Klarheit, weil das in den Bund-Länder-Finanzbeziehungen sozusagen offen ist. Wir wissen nicht, ob es nach 2019 überhaupt noch ein Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und die entsprechenden Mittel geben wird. Und dementsprechend können wir auch kein Landes-GVFG als Gesetz jetzt machen. Wir müssen ja erst einmal wissen, ob es überhaupt noch ein GVFG geben wird. Herr Frankenberger, wenn wir diese Klarheit haben, dann können Sie sicher sein, werden wir auch ein Landesgesetz machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da ist die Koalition entschlossen zu. Das haben wir auch dementsprechend beschlossen. Nur diese Klarheit brauchen wir. Das heißt, wir haben auch bei der Finanzierung der Infrastruktur Unklarheiten. So, und jetzt kommt die dritte Einnahmesäule. Das sind die Fahrpreise, die Fahrgelder. Und ich will Ihnen ausdrücklich sagen, um das mal auch an dem Punkt deutlich zu machen, das ist übrigens mal so ganz nebenbei, RMV, NVV und VRN sind ja so etwas wie kommunale Zweckverbände. Das ist jetzt nicht das Land, was das beschließt. Aber ausdrücklich, ich will ausdrücklich sagen, ich glaube, dass in einer solchen Situation ein Verzicht auf moderate Anhebungen bei den Fahrpreisen absolut unverantwortlich wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linksfraktion. Um Ihnen das einmal deutlich zu machen, die Fahrpreiserhöhung von 1,5
9% beim RMV von 1,85, um genau zu sein, die wird für ungefähr 14 Millionen € Mehreinnahmen im Jahr 2016 sorgen. Der RMV selbst geht davon aus, dass er mit ungefähr 25 Millionen € an Preissteigerungen zu rechnen hat im Jahr 2016. Das heißt, auch da ist es schon so, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir zur Deckung der Kosten einen Beitrag des Bundes unbedingt brauchen, sonst kriegen wir hier ein echtes Problem. Und mal so ganz nebenbei, ich weiß ja, dass der RMV vergleichsweise teuer ist. Und wir sind ja auch dabei, bzw. der RMV ist dabei, zum Beispiel die Preissprünge, Sie haben Frankfurt-Offenbach angesprochen, dadurch zu begegnen, dass man das Handyticket einführt und sozusagen Modelle schafft, wie man nur noch für die gefahrenen Kilometer und nicht mehr sozusagen dafür zahlt, dass man eine Stadtgrenze überschreitet. Das ist die alte Wabenstruktur. Auch da wird ja daran gearbeitet, damit man dieses Problem löst. Aber so eine kleine Antwort darauf, wo man diese 14 Millionen € hernehmen sollte, auf die man verzichten würde, wenn man sozusagen keine Anhebung hat, die, finde ich, kann man auch von der Linksfraktion erwarten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oder könnte man? Und ich will in dem Zusammenhang ausdrücklich sagen, ja, der RMV gehört zu den eher teuren, aber das bedeutet immer noch, dass von den Fahrpreisen nur etwas über die Hälfte der Kosten gedeckt sind. Und natürlich ist es so, dass die Inflation momentan vergleichsweise niedrig ist. Das hilft aber den Verkehrsunternehmen nicht unbedingt, weil die Trassenpreise steigen, die die Bahn verlangt, weil die Personalkosten steigen. Ich bin ja ausdrücklich dafür, dass auch die ÖPNV-Maßnahmen nach Tarif bezahlt werden. Aber das hat dann natürlich seinen Preis. Und normalerweise, egal ob die GDL oder die Eisenbahnergewerkschaft streikt für höhere Löhne, da stehen sie ja immer dabei und schwenken eifrig die Fahnen mit. Das ist ihr gutes Recht. Aber das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf der Kostenseite, wenn die GDL höhere Tarife durchsetzt. Insofern ist das eigentlich völlig logisch, was da passiert. Und deswegen müssen wir ja so dringend darum kämpfen, dass der Bund die Regionalisierungsmittel erhöht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Insofern sind wir sehr gespannt darauf, was nach der Sommerpause passiert. Ich kämpfe auch wirklich dafür, dass die Brisanz dessen, was da passieren könnte, wenn nichts passiert, allen bewusst wird. Ein letzter Punkt, weil der Kollege Frankenberger, den ich ja ansonsten sehr schätze, gesagt hat, im ÖPNV würde in Hessen nichts passieren. Also, ich weiß nicht, lieber Uwe Frankenberger, wo Sie leben. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben alle drei Abschnitte der Nordmainischen S-Bahn in die Planfeststellung gebracht. Ein Projekt, wo seit 20 Jahren darüber geredet wird und wo jetzt alle drei Abschnitte in der Planfeststellung sind. Wir haben den Finanzierungsvertrag für die S-Bahn-Station Gateway Gardens unterschrieben. Ein Projekt, über das schon lange geredet wird, jetzt wird es angepackt. Wir haben bei der S6, bei dem dritten und vierten Gleis, vor allem Stichwort S6, Frankfurt West, Bad Vilbel, den Baubeginn gehabt jetzt, und wir werden dieses Projekt vorantreiben. Das ist etwas, über das geredet wird, solange ich mich erinnern kann. Jetzt wird es gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Land Hessen ist der Planungsgesellschaft für die Regionaltangente West beigetreten, um zu sagen, dass dieses Projekt wirklich ganz nach vorne gehört. Und die EU, lieber Uwe Frankenberger, hat letzte Woche dieses Projekt als eines von zwei Projekten in Deutschland als besonders förderungswürdig angesehen, wird die Hälfte der Planungskosten übernehmen. Jetzt wird es gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am 11. September sind auch Sie herzlich eingeladen zur Wiedereröffnung der Strecke Korbach-Frankenberg. Ich hoffe, dass ich dich sehe, lieber Uwe, und dann können wir gemeinsam dort die Kurhessenbahn befahren. Wir sind am
Wir sind dabei, am Bahnhofsmodernisierungsprogramm weiterzuarbeiten. Wir haben, wie in der Koalitionsvereinbarung beschlossen, bei der Verteilung der Entflechtungsmittel die Bereiche Straßenbau und ÖPNV wieder auf 50-50 umgestellt. Ich würde einmal so sagen, es gibt kaum eine Landesregierung, die so aktiv ist, um den ÖPNV nach vorne zu bringen, wie die hessische. Und da finde ich, das könnte man jedenfalls, man muss es ja nicht loben, aber dann auch noch zu kritisieren, es würde nichts passieren, das verstehe ich einfach nicht. Und insofern, wir arbeiten daran am mobilen Hessen 2020, und ich hoffe, das ganze Haus unterstützt die hessische Landesregierung dabei. Vielen Dank. Herr Minister, vielen Dank für den Beitrag. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist der Punkt 69 erledigt.